Ich bin Lukas Icking und wir befinden uns heute hier im schönen Westmünsterland auf dem landwirtschaftlichen Betrieb meiner Eltern. Der Betrieb bewirtschaftet ungefähr 90 Hektar Ackerbau. Davon sind 30 Hektar Gemüse für einen örtlichen Verarbeiter und um die 60 Hektar Mais für die Biogasanlage und für die Bodenmast. Wir haben den Versuch so aufgebaut, dass wir auf 5 Hektar 30 Parzellen angelegt haben. Die Parzellen sind ungefähr 170 Meter lang. Den Vergleich haben wir so erstellt, dass wir mit der Azuril in Einzelreihe jeweils im Wechsel 3 Aussaatstärken A5 Wiederholungen gemacht haben. Heute beenden wir den Versuch. Dies geschieht so, dass wir mit einem herkömmlichen Maishäcksler die Parzellen, die ungefähr oder die 8 Reihen haben, a 170 Meter Länge, einzeln ernten, diese auf einen Wagen verladen und dann über die Waage ziehen und dann von jedem Wagen im Silo eine Probe entnehmen und diese zu einem zertifizierten Prüflabor schicken. Inzwischen sind unsere Ergebnisse eingetroffen. Die haben wir mit unseren Frischmasseergebnissen über die Trockensubstanz bereinigt. Dabei konnten wir einen Mehrertrag je Hektar von 4,5% feststellen. Bei den Energien wie Netto-Energie-Laktation konnten wir bis zu 8,2% mehr Megajoule je Hektar feststellen. Bei den umsetzbaren Energien konnten wir sogar 7,9% mehr Megajoule je Hektar feststellen. Und bei der Gasausbeute 5,4% mehr Kubikmeter je Hektar. Unser Antrieb, Ihr Erfolg.